Servus. Na geh. Jo, ey. In Bad Hall, dem malerischen Ort, treffen wir Harry, der in einem Fort als der Muse-Liebkind gilt, sofern er nicht gerade Bierlis killt, sondern auch brav den Pinsel schwingt. Servus, grüß euch. Herzlich willkommen in Bad Hall und ich wünsche euch einen schönen Tag mit mir. Ich bin hier in meiner Heimatstadt oder Heimatumgebung mitten im Kurpark, wo ich mich sehr wohl fühle, weil da triff ich nicht lauter Deppen, sondern schöne Vögel. Wer Harry selbst ein gefiedertes Tier, dann Zugvogel, weil nicht immer hier. Lieber unter Palmen in manch tropischer Bucht, wo er nach Amore auf gar komische Art sucht. Das wird Harry nie aufgeben, doch hier im botscherten Leben war zuletzt sein Bestreben, mal vom Kabarett zu leben. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Ich bin auf jeden Fall ein Künstler, vor allem auch ein Überlebenskünstler. Und du wirst von vielen Leuten, die mich hier kennen, hören, das, was der schon mit 4, 5 Jahren gemacht hat und jetzt noch macht, das ist genial zwischen Genie und Wahnsinn. Genie, kommt das von Genieren? Ein Wunderkind also. Naja, lass man philosophieren. Begonnen hat eigentlich mein Leben mit der Musik und mit Skisport. Dann mit Tennissport. Und ich hab eigentlich damals, laut mein Malerprofessor da in Kirchdorf, hat der gesagt, ich kann ja überhaupt nichts. Ich bring gar nichts auf drei dabei. Zeichnet ja Male besser als er mittlerweile. Ja, ein paar Sachen habe ich mit, die mir halt so irgendwann eingefallen sind. Zum Beispiel sowas. Kann man sich denken, was man will. Oder a crazy thing, but that's an animal, a wild animal. Ein Vulkan. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ein mutiertes Chicken. Psycho Chicken. Ich hab da keine 2 Promille gehabt, das war nicht der 0,3. Harrys Herz gehört der Malerei. Abschiedsschmerz stört dabei. Drum reist er grad nicht fort, bleibt zu Haus und malt im Ort. Ich halte mich grundsätzlich sehr gerne im Kurpark auf, weil ich da mir Inspiration hole für die Pflanzen und Tiere, für meine Malereien, für meine Bilder. Ob das jetzt abstrakt ist oder total crazy ist, einfach die Umgebung. Inspiration durch Pflanzen und Tiere, zur Transpiration manchmal ein paar Biere. Es sieht jeder mit einem Quäntchen Vernunft. Ja, der Mann hat ein Händchen für Kunst. Kultur und Kunst hat immer Aussagekraft. Es ist nur im Auge des Betrachters oft unterschiedlich, wie man das sieht. Aber es ist im Prinzip immer eine Figur dahinter. Ein schöner Kopf. Das bin hauptsächlich ich oder die Landschaft oder die Leute. Ich mache meine Fotos oder mir fällt einfach irgendwas ein, was ich eh im Kopf schon habe. Weil jetzt habe ich den Baum da gesehen, jetzt kommt man den Baum malen oder zeichnen. Einfach die Rohskizze. Und daheim tue ich es dann fertigstellen. Und wenn Harry hier so roh skizziert, wäre mancher froh, es wäre nie so passiert. Kunst generell ist für mich Befreiung von alltäglichen Problemen, die jeder Mensch hat derzeit auch aufgrund der politischen Situation und finanziellen Situation bei sehr vielen Leuten. Und da holt man sich eigentlich eine Kraft und Energie, dass es wieder an positive Menschen weitergibt. Harrys Kunst, die kann bewirken, dass seine Kassa voll ist und die Gunst seines Stammwirten dem Tausendsasser hold ist. Aber es geht nicht um einen Erfolg, es geht mir, dass es mir eine Freude gemacht hat. Aber mittlerweile ist es schon so, dass die Nachfrage relativ groß wurde. Allein mit meinem Autogramm oder mit dem Zeitpunkt sogar, wann ich das gemacht habe. Und ich schreibe dann einen Titel dazu, was mir da gerade eingefallen ist. Oder warum. Passt schon. Obwohl von der Kunst sehr beseelt,
hat Harry doch was, das ihn quält. Es malt sich schlecht, die Landschaft, wenn man's nicht mit einer Hand schafft. Darum. Trottel. Mit Auftrag zwischen die Füße. Künstler da sind und ein bisschen ein Botschafts Leben haben. Warum lässt sich das nicht miteinander verbinden? Nein, das Tuberl ist nicht leer, aber... Ein Handel hat schwer. Es ist ja nicht eine Frage, wie man das interpretiert, Botschaft. Was ist ein Botschaft? It geht durch, it geht alles. Manche überspielen es, weil die gehen mir nicht zu, dass sie schon auf die Goschen gefallen sind. Vor allem beim Sex ist das wichtig, brauchst du wirklich Geduld. Spritz mir drüber, ist ja eh scheißegal. Ich bin selber stark genug, dass ich mich immer wieder da fange. Aber wenn es einmal schlecht geht, das gehört genauso dazu. Wenn du einmal blären kannst oder wenn du lachen kannst, das gehört zum Leben. Harry hat seine Ups and Downs. Und egal wo er ist, da schauen's immer auf die Hand, die nimmer funktioniert. Schlimm ist sie benannt, wird beim Malen ruiniert. In meiner ehemaligen Wohnung in Kirchdorf ist die Tür zugeflogen und ich habe mir die Finger eingezwickt. Und das ist gequetscht. Und ich habe dann ein Acrylbild gemalt und da ist die Farbe reingekommen und das hat sich infiziert. Ich werde auf meine Hand fast täglich 20 Mal angesprochen und sage, es soll mir einen Schuh aufblasen. Weil, wenn man die da und aus und jeder weiß, eh, was los ist, dass die nicht mehr reparabel ist und mir das eigentlich am Arsch vorbeigeht, sag ich, schaut sich euch einen Schädel an, schaut sich euch eine Füße an, da bin ich besser dran. Ähnlich ist es nicht, aber anders. Wurscht. Ist noch nicht fertig. Dauert nur 2 Stunden. Daheim auf die Nacht. Nein, das Kitze reicht. Was heute sehr viel ausmacht bei mir, das sind eigentlich dann meine Autogramme. Für das zahlen sie am meisten. Und meistens picke ich dann nur eine Münze rauf, weil dann ist wenigstens 2 oder 5 Cent wert. Alles andere ist wurscht. Es geht eigentlich bei mir, um die Wahrheiten aufzuzeigen. Und das ist nicht nur das schöne Leben oder die schönen Plätze, sondern auch die Katastrophen und der Irrsinn der Menschheit. Oder auch da, es gibt ja da auch Plätze, die schauen nicht so idyllisch wie da aus. Da kann ich euch Plätze zeigen, da speibst du an. Na, jetzt macht er uns aber neugierig. Wo ist's denn fürs Auge so schwierig, dass der Magen gleich revoltiert, wenn man ihn nicht mit Bier kalmiert? Der Ort ist wohl nicht diese Reste, denn laut Harry ist das die Beste. Man muss raus. Man muss an die frische Luft. Man muss in die Natur. Aber auch danach trachten, dass man sich auch vom Seelischen und Körperlichen, ob das jetzt ein Seiterl Bier ist oder auch was Kulinarisches ist, gut gelassen. Wir sind ja da bitte nicht dazu da, um nur eine Wurstsäume von Spatz kaufen. Servus, Peter. Ich brauche ein grobes Cola Rot bitte für meinen Kreislauf. Weil ich kriege einen Hitzekollaps. Cola Rot ist eigentlich eher ein Kreislaufbeschleuniger. Vor allem, wenn ich Schmerzen habe in der Hand und so, hilft mir das, weil das Blut besser zirkuliert. Das hat mir der Arzt eigentlich empfohlen. Danke dir. Welcher Doc verschreibt nicht ein Cola zweigelt, wenn's mal ad hoc mit der Gesundheit feigelt? Und so ein gesundes Cola-Wein, trinkt man das auch mal allein? Ich brauche den Partyrummel nicht wirklich. Aber es ist angenehm, wenn ich mich mit lässigen, ganz netten Leuten wie im Gasgarten oder da und da irgendwo treffen kann. Ungezwungen. Ungezwungen ist heute nix. Ein Termin mit Harry fix. Wo bist denn du? Schauen wir mal. Trotz Bier und Wein heute hier allein. Hat man dem Gespräch entnommen? Na, der Martin war gern kommen. Passt, servus. Ich habe eigentlich eine Vereinbarung gehabt, dass er circa vor 1-2 Stunden da sein soll.
Lauter Spitzschüsse. Ja, Züpfelklatscher gibt es viel in Österreich. Ne? Aber es stört mich jetzt nicht, weil mir kann auch etwas dazwischen kommen. Hauptsache, wir haben einen Alkohol, nach Bier nicht holen. Aber ich lasse teilweise auch keine Leute an meinen Tisch, weil ich einfach einmal abschalten will. So. Und den Tag sacken lasse. Lass mich inspirieren. Und relax einfach. Ja. Es muss kurz nach dem Urknall gewesen sein, dass nahe Bad Hall zur Welt kam ein Menschelein. Harry meint, er kann mehr sagen zu diesem Orte, doch es scheint, ihm fehlen die Worte auf der Suche nach seiner Vergangenheit. Harry, wie wär's mit einem langen Scheit? Meine Heimatgemeinde verbindet mich sehr viel, weil ich ja da aufgewachsen bin, seit mein... vor 56, 1965, nach meiner Geburt, bin ich dann da eigentlich aufgewachsen und 1971 in die Volksschule da gegangen. Lauter Eins habe ich immer gehabt. Ich habe immer eine Goldkarte gekriegt fürs Zeugnis. Ich habe die Schule versteigert. Schulweg, Volksschule Pfarrkirchen. Es ist mein malerisches Talent hier schon erkannt worden, aber auch meine künstlerische Fähigkeit als Puppenspieler im Kasperltheater für die Volksschulgruppe. Ich möchte die Zeit nicht missen. Ich habe auch immer meine Lehrerin rübergebracht und habe ihr die Tasche tragen in der Früh, weil dadurch habe ich es nur leichter gehabt. Weil meine Mutter war nämlich bei meiner Klassenlehrerin die Reinigungsdame nebenbei, im Fusch. Ja, so schaut es halt aus. Wir sind da am Dorfplatz von der Gemeinde. Rechts hinten die Kirche, wo ich getauft worden bin, wo ich auch gefirmt worden bin, wo die Trauerfeiern auch für meine Großeltern waren, wo ich geheiratet habe, das erste Mal 1991, am 25. Mai, was ich mich erinnern kann, wenn ich mich nicht irre. Und es ist eigentlich irrsinnig schön umgebaut worden, renoviert. Also die Kirche ist legendär, ist eine Rokoko-Kirche, einer der schönsten innen. Aber innen darf ich euch das leider nicht sagen. Da müsst ihr selber mal herkommen. Ja, das ist das legendäre Gasthaus Moorpeil. Der Moorpeil, der Springer. Aber leider Gottes geschlossen. Und hinten war Sternkino Pfarrkirchen. Donnerstag hat es immer die scharfen Pornos gegeben. Da sind immer die ganzen Väter ins Pornokino gegangen mit einem großen Mantel. Haben sie Ideen geholt für daheim? Psch, nicht weiter so. Ist eh schon zu. Pfiat euch.